Mensch, in der Kombi war das schon eine starke Abfahrt und jetzt heute in der Spezialabfahrt eine bronzene, sensationell, oder? Ja, es war wirklich ein schwieriges Rennen, schwieriger zu fahren wie bei der Kombination. Es war so extrem eisig und wellig und teilweise die Sicht auch ein bisschen schlecht. Also es war, hat einem wirklich alles abverlangt und ich bin überglücklich, dass sich das so knapp, weil es waren wirklich nur 400stel bis zu Platz 4. Aber ja, um das Glück, das ich jetzt hier hatte, habe ich schon hart kämpfen müssen und ich bin glücklich und dankbar, dass das jetzt so für mich funktioniert hat hier. Angesprochen, die Strecke extrem anspruchsvoll, viele Stürze auch, darunter auch Veronique. Wie viel Risiko war da in deinem Lauf dabei? Wie viel Risiko musstest du da gehen? Ja, ich habe mir fest vorgenommen, voll zu attackieren. Im oberen Teil ist es mir sehr gut gelungen. Dann im Mittelteil war es nicht mehr ganz so hell und dann habe ich eben mit diesen vielen kleinen Unebenheiten und Wellen habe ich ein bisschen Probleme gehabt und da kann man dann gar nicht mehr voll riskieren. Da ist man eher am Kämpfen, dass man die Linie hält. Das ist mir ein paar Mal so passiert. Aber ich habe Gott sei Dank nirgends allzu viel Geschwindigkeit liegen gelassen und habe dann eben Gott sei Dank das bis runter noch durchziehen können und dann hat es ganz knapp gereicht. Ich habe gesehen, du hast dich wirklich sehr, sehr gefreut über diese Medaille, auch mit der Fanchini auf dem Podium, es war ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt nur 3 Medaillen und es gibt viele Mädels, die sehr schnell fahren können. Und gerade wenn man das Rennen beobachtet hat, was da zwischen Start Nummer 16 und 22 eigentlich los war, dass fast keine mehr hingekommen ist und eine Chance hatte, sind immerhin die besten Abfahrer der Gegenwart. Und ja, das ist dann jetzt nach der Goldmedaille jetzt nochmal eine Bronzemedaille dazu kam, das ja, ist wunderschön. Auch, ja. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber wir werden jetzt dann später im Deutschen Haus auf jeden Fall anstoßen.